Hallo, hallo und herzlich willkommen in der Old Schools News Show. Am heutigen Tage erfahren wir, was es Neues aus Tankistan gibt. Season 1 wagt sich immer näher dem Ende zu. Aber wie wird es weitergehen? Nun, das Hauptschema bleibt gleich. Wir werden wieder drei neue Fahrzeuge bekommen und jedes einzelne davon hat mehrere individuelle Module zum Einbauen. Zum einen haben wir auf Stufe 7 den T20. Ein leichter Medium mit guter Mobilität, aber kaum Panzerung. Stufe 8 besetzt der DVP VTU, ein etwas langsamer Medium, dafür mit einer genialen Kanone und so zumindest beim Tech Tree mit der besten APCR-Durchschlag auf Stufe 8 als Medium. Und anscheinend wird er auch etwas gepanzert sein. Was Stufe 9 angeht, sieht es ganz so aus, als wenn wir einen Centurion 7.1 erhalten. Ob mit der Hash oder mit der Heat-Kanone ist noch nicht bekannt. Weiter geht es mit dem Battle Bus. Die Stufe 6 Collector Panzer, die es jeden Monat mit im Premium Bus gab, werden nun wirklich entfernt. Und als Ersatz versucht man nun für jeden Monat neue und einzigartige 3D-Stile für die beliebtesten Stufe 8 Panzer rauszubringen. Anfangen wir das Ganze mit dem 1. September und der erste Stufe 8 Panzer wird der AT-15 sein. Ein unglaublich cooler Skin und fast schon zu schade für den Panzer, da er einfach nur zur aktuellen Meta nicht passt. Ebenfalls wird am 1. September ein kleiner Teaser auf meinen Kanal hochgeladen. Und glaub mir, so etwas gab es noch nie. Es wird ein deutschsprachiges Event sein mit 6 deutschsprachigen Community-Kontributoren und mehreren Special Guests. Aufgeteilt auf 2 Tage könnt ihr euch eine Menge Belohnungen einsammeln. Und zwar jeder von euch. Seid also gespannt und stellt euch einen Wecker ein für den 1. September um 16 Uhr. Weiter geht es am 4. September, wo wieder jeder aktive Clan World of Tanks Blitz spezielle Belohnungen abstauben kann. Ihr habt also richtig gehört. So wie schon in den letzten Jahren mit dem 50 TP Prototyp und dem Waffenträger Ritter wird es auch dieses Jahr wieder ein Clan-Event geben. Doch dieses Mal ist es etwas anders. Also, lass es mich Step by Step erklären. Den 50 TP Prototyp wird es wie gewohnt wieder zu erspielen geben. Das bedeutet, dass euer Clan eine gewisse Anzahl an Clan-Missionen spielen muss und zusammen im Zug gewisse Medaillen sammeln muss. Und schon gehört der 50 TP euch. Beim Waffenträger Ritter sieht es jedoch etwas anders aus. Es wird wahrscheinlich auf der World of Tanks Blitz Website eine neue Rangliste erstellt, die die Positionen der Clans serverweit anrechnet. Alles, was ich dazu bis jetzt weiß, ist, dass die Punkte der Clan-Aufgaben in der Liste gezählt werden. Die Top 10 in der Liste erhält den Waffenträger Ritter. Beziehungsweise, wenn man ihn schon hat, das kann ich natürlich auch für den 50 DB Prototyp, wird es wieder eine Kompensation wie beispielsweise 5000 Gold geben. Jetzt kommt's aber. Denn die Top 3 in dieser Liste erhält ein eigenes Clan-Logo. Das bedeutet, ihr sendet Wargaming euer Logo ein und die implementieren es in das Spiel. Also falls ihr noch clanlos seid oder einen aktiven Clan sucht, seid ihr herzlich eingeladen, meinen eigenen Clan EV Infinity War zu joinen. Klickt dazu einfach den ersten Link in der Videobeschreibung und bewerbt euch dort. Denn wir versuchen definitiv in die Nähe des Clan-Logos zu kommen. Nicht nur werden alle Stufe 10 Panzer auf den Kopf gestellt, sondern es erwartet uns noch vieles mehr. Allererst erhalten wir ein neues Ping-System, mit dem wir nun exakt auf der Karte Position markieren können, um sein Team mehr supporten zu können, wo man genau hinfahren möchte. Und natürlich hilft das auch viel, um noch etwas unerfahrene Leute neue Positionen beibringen zu können. Das ist nur eins von 3 neuen Features, die es gibt, die uns Wargaming noch nicht gezeigt hat. Und für dieses eine Feature schon mal ein richtig dickes Go von meiner Seite. Natürlich dürfen auch nicht die PBR bzw. HD-Panzer fehlen. Mit an Bord haben wir den italienischen Stufe 9er Standard B, den amerikanischen Stufe 10er Panzer T110E4 und den französischen Stufe 10 Collector Heavy Amix M4 MLE 54. Apropos HD Panzer, wir erhalten auch eine neue Forschungsbaumreihe, denn die polnischen Mediums finden ihren Weg nun in World of Tanks Blitz. Der Zweig geht ab Stufe 5 los. Bei Stufe 5 haben wir den DS, PZ, LNZ. Auf Stufe 6 haben wir den Buggy, Stufe 7 der CS44, Stufe 8 der CS53, Stufe 9 der CS59
und auf Stufe 10 gekrönt mit dem CS60. Was wir auch noch über die polnischen Mediums wissen, ist, dass diese Reihe keine neue Fähigkeiten bekommen wird, so wie es bei den letzten der Fall war. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Mediums doch etwas Spezielles im Verbrauchsmaterial oder in der Provision haben. Der vorletzte Punkt und damit die wichtigste Frage: Wird es denn jetzt einen Twister Cup geben? Und die Antwort dazu ist nein. Wargaming hat schon vor längerem gesagt, dass es für dieses Jahr keinen weiteren Twister Cup bzw. Weltmeisterschaft geben wird. Aber ich habe trotzdem etwas Gutes für euch. Schon bald wird uns im Herbst ein weiteres Turnier überraschen, nämlich der Blitz Stellar Cup, der 1:1 gleich aufgebaut ist wie die Sommer Season. Bedeutet wieder 4 Qualifikationsturniere, die Top 23, Top 16, Top 8 und die Top 4 und natürlich ein weiterer Preispool von $50.000 pro Server. Ich sage euch eins, die Clan Wars Szene hat noch nie so gelebt wie jetzt. Und zu guter Letzt erwartet uns die allzeit bekannte Map Wüstenstaub in der verbesserten PBR-Grafik. Und wow! Was kann man dazu sagen, bis auf fucking sexy? Also auch hier wieder grandios gelungen. Respekt an Wargaming dafür. Für ein Mobile Game ist es unfassbar viel Content. Ich muss sagen, man könnte das Update eigentlich schon in vielen kleinen Updates aufspalten. Das waren die Oldschool News. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.